Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Moodle Tutorial. In diesem Tutorial werde ich Ihnen zeigen, wie Sie selbst Nutzer in Ihren Moodle-Kurs einschreiben können. Dazu klicken Sie einfach im Menü Einstellungen auf den Punkt Nutzerinnen und im Anschluss auf Einschreibemethoden. Sie sehen, dass im Moment nur die manuelle Einschreibung aktiviert ist. Die Einschreibung per Gastzugang und die Selbsteinschreibung befinden sich im Moment noch im inaktiven Modus. Klicken Sie einfach auf das Symbol mit dem durchgestrichenen Auge und schon ist eine Methode aktiv. Wir fügen jetzt manuell Nutzer in unseren Kurs, indem wir auf das Symbol mit dem kleinen Pluszeichen klicken. Sie sehen nun links die bereits eingeschriebenen Nutzer und rechts eine Liste mit noch nicht eingeschriebenen Nutzer. Um einen Nutzer nun hinzuzufügen, markieren Sie den einfach rechts und klicken auf das Symbol Hinzufügen. Und schon sehen Sie, dass nun links in der Liste Ihr Nutzer erschienen ist. Wir kehren nun zu den Einschreibemethoden zurück und aktivieren die Selbsteinschreibung. Dazu klicken Sie einfach auf den Bearbeitungsstift. Mit der Funktion der Selbsteinschreibung können sich Nutzer ganz einfach selbst in einen Kurs einschreiben. Optional können Sie ein Passwort, das heißt einen Zugangsschlüssel, vergeben, damit nur Personen, denen Sie diesen mitgeteilt haben, sich einschreiben können. Auch eine persönliche Begrüßungsnachricht für die Teilnehmer lässt sich hier einfügen. Nachdem Sie auf Änderungen speichern geklickt haben, befinden Sie sich nun wieder im Auswahlmodus. Das war's auch schon. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.